Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog, und zwar einem Reading/Lesungsvlog. Und zwar ist heute Abend die Lesung von Ellie Hazelwood in Berlin, und da werde ich hingehen. Und das Problem ist, das neue Buch noch nicht gelesen. Es ist jetzt schon 13:30 Uhr. Die Lesung ist heute Abend um 20:15 Uhr. Und demnach müssen wir mal gucken. Ich werde es wahrscheinlich nicht beenden können. Aber ich möchte jetzt ein bisschen noch lesen und mich ein bisschen selber challengen, dass ich ein bisschen vorankomme. Ich bin jetzt auf Seite 68 und möchte ein bisschen was schaffen und euch da mitnehmen. Ich habe den ersten Band, also sie sind ja nicht zusammengehörig, aber die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, sehr, sehr geliebt. Und ich habe es auch in diesem wunderschönen Farbschnitt. Und demnach habe ich mich sehr auf den zweiten gefreut. Ich habe ihn super, super lange gesucht. Es juckt mein Auge wie bekloppt. Und bin in die Buchhandlung gegangen, direkt am Erscheinungsdatum. Ich glaube, es war der 20.8. und sie hatten es nicht da. Und es hieß dann, morgen ist auf jeden Fall da. Dann war ich am nächsten Tag nochmal da, es war immer noch nicht da. Da dachte ich, okay, gehe ich in eine andere Buchhandlung. Also, ich wohne ja in der Nähe von Berlin, das heißt, es gibt viele Buchhandlungen. Auch da hatten sie es nicht. Und dann dachte ich, okay, egal, jetzt gehe ich mal wirklich in den kleinsten Kackbuchladen, den ich hier finden kann, bei uns irgendwie sogar in Brandenburg, und habe da nachgefragt, ob sie es bestellen können. Und da hieß es, das dauert 5 bis 6 Wochen. Und da mir das zu lange war, habe ich es dann tatsächlich online bestellt. Und da hat es jetzt aber auch ewig nochmal gedauert. Also ich verstehe manchmal, wieso Leute bei Amazon bestellen. Das klingt jetzt blöd. Aber in so einem Fall, wenn du es unbedingt willst, es wäre halt bei Amazon in einem Tag da gewesen. Und jetzt auch online, ich glaube, ich habe 6 Tage gewartet tatsächlich. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall. Ich habe es jetzt dadurch noch nicht gelesen. Bin aber heute jetzt dran und nehme euch da mit. Genau, also let's go. Update, ich bin auf Seite 124. Ich habe jetzt noch so eine halbe Stunde Zeit, dann muss ich nochmal mit Desta raus. Und danach muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Aber vielleicht schaffe ich heute noch die 200. Aber es zu beenden ist unmöglich, leider. Aber naja, dann die nächsten Tage. Ich habe es überhaupt nicht geschissen gekriegt und bin jetzt auf Seite, lass mich kurz nachgucken. 141. Also ich habe wirklich gar nichts mehr gerissen gekriegt und muss jetzt los, aber wir waren irgendwie länger mit dem Hund jetzt draußen und ja, ich nehme euch aber mit. Ich habe mich auch dazu entschieden, eigentlich wollte ich mit der Bahn fahren, aber dann habe ich wieder Angst gekriegt, dass ich in der Bahn eine Panikattacke kriege. Nicht, dass Autofahren besser ist, aber beim Autofahren bin ich nicht so lange alleine, weil ich dann Marleen einsammeln kann und alles und auch zurück dann komplett mit ihr fahren kann und notfalls sie auch fahren kann, weil sie auch einen Führerschein hat und demnach fahren wir einfach Auto und ja. Ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich richtig drauf. Und ich weiß noch nicht, ob ich das weiterführe nach der Lesung und euch dann noch Updates gebe, wie ich das Buch finde. Ich habe euch generell noch gar nicht gesagt, wie ich es finde, oder? Ich finde es mega, mega gut. Es ist schon wieder sehr ähnlich zu Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe. Aber ich mag das. Ich mag es richtig gern, dass es diese gleiche Wohlfühlatmosphäre hat, dass die Charaktere einen ähnlichen Vibe haben, dass wir trotzdem wieder so ein bisschen Enemies to Lovers haben, was ja nicht 100% im ersten so war. Vielleicht habt ihr es gelesen. Aber der Schreibstil ist so, so, so iconic und deswegen. Mega gut und ich lieb's und wir gehen jetzt los. Achso. Bei der Lesung. Und müssen noch warten. Aber es geht bald los. Hey, also wir waren ja gestern auf der Lesung und ich dachte, ich sage einfach noch mal ein bisschen was dazu. Erinnerung, ich meine, ihr guckt den Vlog schon, aber
ja, ich werde auf jeden Fall das Buch weiterlesen und euch auch da mitnehmen. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen. Ich habe es gestern nicht mehr weitergelesen, weil es einfach super spät war. Ich glaube, wir waren dann erst um 1 zu Hause und es lag einfach auch daran, dass die Lesung super, super lange ging. Also ich muss sagen, für meinen Gesundheitszustand, weil ich einfach noch angeschlagen bin, weil ich einfach super Angst habe in diesen Menschengruppen momentan und auch Angst habe, dass ich eine Panikattacke einfach kriege, das ist eigentlich das Schlimmere, die Angst vor der Angst. War es irgendwie uncool, dass es so lange ging, aber für eine Buchliebhaberin und für die Person, die einfach so viel Spaß daran hat, war es so cool. Also insgesamt ging die Lesung tatsächlich 2 Stunden, also Lesung/Panel. Es wurden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Die liebe Alex, ich weiß leider ihren Instagram-Account-Namen nicht, wer also vielleicht auf der Lesung war oder auf einer anderen Lesung, weil ich glaube, die Alex begleitet das, hat es so, so gut gemacht und ich würde sie ja auch gern bei Instagram folgen, aber ich habe sie wirklich nicht gefunden. Also wer die Ahnung hat, wer die Moderatorin war, gerne her damit. Und auf jeden Fall war sie grandios und auch die deutsche Stimme, die dann die Parts im Deutschen gelesen hat, war so, so toll. Und ich mochte die Abwechslung zwischen verschiedenen Fragen, dass wir erst über die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe gesprochen haben, dann über das irrationale Vorkommnis der Liebe und generell auch so ein bisschen über ihre Stelle als Doktorin und Neurowissenschaftlerin. Und generell Ellie Hazelwood ist so sympathisch, Leute. Ich habe euch ja ein paar Ausschnitte reingepackt, man kriegt natürlich nicht alles mit. Aber auch alleine, dass sie darüber witzelt die ganze Zeit, dass Stephen King ihr Ghostwriter ist. Und die Witze, die sie gebracht haben zusammen, waren super, super gut. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch generell, man hat auch beim Signieren gemerkt, dass sie einfach eine super herzliche Person ist, dass sie möchte, dass jeder sich wohlfühlt. Ich hatte ehrlicherweise nicht so viel Lust zu reden. Das liegt aber überhaupt nicht an Ellie oder irgendjemanden, sondern dass ich einfach wirklich durch war in dem Moment und ich war so froh, dass ich es irgendwie gemerkt hatte und dann einfach nur gesagt hat, hey, thank you for coming und sowas alles halt, also so ganz kurz Geplänkel, nur das kurz gehalten hat und bei Leuten, die aber mit ihr reden wollten, da hat sie sich wirklich Zeit genommen. Das fand ich so schön. Man konnte generell so viele Bücher signieren, wie man wollte, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, das ist auf 2 beschränkt, was super schade ist. Sonst hätte ich einer Freundin das wahrscheinlich auch nochmal signiert mitgenommen. Und bin echt, echt richtig happy. Ich will es euch jetzt auch noch was zeigen. Ich habe es euch zwar schon gezeigt, aber ja, habe die Bücher signiert jetzt demnach. Und bin sehr gespannt, wie das Buch mir gefallen wird. Also die Stellen, die ich schon gelesen habe, habe ich ja schon gesagt, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, wir lesen einfach weiter und reden dann am Ende darüber, wie das Buch einem gefallen hat. Ganz cool, eigentlich die Lesung jetzt mit drin zu haben. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß und lasst uns weiterlesen. Kleines Leseupdate. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich weiß, es ist ein neuer Tag. Ich sehe schon wieder anders aus. Ich lese momentan echt langsam, aber ich werde euch trotzdem Updates geben. Ich bin jetzt auf Seite 251 und ich liebe dieses Buch. Ich weiß, dafür, dass ich es liebe, brauche ich ein bisschen lang, aber ich probiere es heute wirklich durchzulesen. Okay, Leute, ich bin dran. Ich bin dran. Aber es ist immer so, ich probiere es dann abends zu lesen, da habe ich irgendwie Kopfschmerzen und dann mache ich es auch nicht. Aber es ist wirklich Liebe. Ich will ja nicht spoilern, aber es sind so schöne Quotes drin und einfach generell die Harmonie zwischen den beiden Charakteren ist so toll. Hätte man gar nicht gedacht am Anfang. Und dieser Farbschnitt und einfach, ach, es ist einfach wirklich, wenn man das erste Buch auch geliebt hat oder Ellie Hazelwood Bücher liebt, dann ja, liebt man das einfach auch. Ich glaube, das ist diese gleiche Rom-Com-Sache, dass man da einfach drin ist bei dieser Sache und es so toll ist und es macht so viel Spaß und demnach große Empfehlung. Und ich halte euch auf dem Laufenden, bis ich durch bin. Also bis jetzt ist es 5 von 5 Sternen und ich glaube, dabei bleibt es auch. Bis gleich. Guten Morgen. Also für euch wahrscheinlich nicht, aber ich habe gestern noch ein bisschen gelesen. Bin jetzt auf Seite 283. Ich werde jetzt aber gleich noch weiterlesen und das Buch hat ja ungefähr 450 Seiten, so Pi mal Daumen. Und gestern war tatsächlich die Stelle, die ich gelesen habe, richtig, richtig gut. Also ich glaube, da sind wir so eine richtig schöne Kurve gefahren und es war so schön. Es hat so Spaß gemacht, ich wollte gar nicht aufhören, aber ich war so müde. Und jetzt lesen wir noch weiter. Ich hoffe, ich komme jetzt bis Seite so, vielleicht bin ich gerade nochmal gewesen. Seite 300, ja, 300 easy, aber, also ich bin jetzt da 282, vielleicht 350 oder so, mal gucken, ich muss noch ein bisschen was machen und dann aufstehen, aber ich will trotzdem jetzt noch ein bisschen probieren, voranzukommen, also lasst uns schauen, wie weit ich nachher gekommen bin, nur einiges vor uns, ich würde es gerne eigentlich mal heute beenden, aber let's see.
So, ich mache mir fix noch einen Tee, beziehungsweise habe ich schon einen aufgegossen und werde dann weiterlesen. Ich habe es geschafft, bis 330 ungefähr zu lesen. Ich zeige es euch gleich nochmal. Und würde jetzt weitermachen. Ich habe mich ein bisschen zurecht gemacht, weil ich noch Videos drehen will. Aber dann geht's los. Hier auch nochmal dünn bis 231. Also wirklich genau 230. Ich habe übrigens, oh, ihr werdet mich hassen, richtig doll Leserin reingemacht. Ich weiß auch nicht, es war wahrscheinlich gestern Abend. Ich habe es so doll gebogen und oh, sieht so schlimm aus. Aber naja, that's life. So, Leute, ich habe es beendet. Ah, gerade, ja, ich habe es richtig rund gelesen. Oh mein Gott, das arme Buch. Das müssten wir nochmal eigentlich... Oh Gott, ich krieg's nicht mal mehr hin. Den ersten habe ich gar nicht so... Den habe ich auch zum rund gelesen. Egal, auf jeden Fall, ich habe es beendet. 5 von 5 Sternen. Es ist genial. Es hat so viel Spaß gemacht. Es ist so ein schönes Rom-Com-Buch. Es ist aber auch so viel mehr, weil einfach so viel... auf Frauen in der Wissenschaft angespielt wird, weil die Love Story real ist. Also natürlich, es sind echte Personen, wollte ich damit sagen. Natürlich ist es jetzt nicht irgendwie so, dass das jeden Tag passiert, was in diesem Buch passiert, aber es ist einfach so wunderschön, es ist so ein Wohlfühlbuch. Und die letzten Kapitel habe ich nochmal umgehauen. Plot-Twists hier. Also Ellie Hazelwood hat es wieder geschafft, obwohl ich sagen muss, ich glaube, ich habe es extra gerade nochmal geholt, ich fand Band 1 ein Ticken besser, es sind trotzdem 5 von 5 Sternen. Und generell, wer coole Liebesgeschichten lesen möchte mit wissenschaftlichen Frauen und vor allem auch Frauen, die dafür kämpfen, in der Wissenschaft angesehen zu werden, die beiden Bücher, aber wirklich grandios. Ich bin so froh, es zu haben, signiert zu haben, bei der Lesung gewesen zu sein und kann es wirklich von ganzem Herzen empfehlen, falls ihr es also noch nicht gelesen habt oder unsicher wart, ob ihr es lesen wollt. Warum auch immer, tut es wirklich. Es ist so genial, auch ihre Schreibart. Es ist einfach, ich würde nicht mal sagen, es ist so... wunderschön, wie bei anderen Autoren, wo du sagst irgendwie, Autorinnen, I'm so sorry, wo man sagt, es ist jetzt so malerisch, ich konnte mir dadurch alles so wunderschön vorstellen. Sie kann super gut schreiben, aber es ist eher so, als würde man sich mit einer Freundin unterhalten, was ich sehr, sehr angenehm finde und demnach, give it a try, Leute, wirklich. Also, sehr, sehr große Herzensempfehlung. Ich liebe die beiden Buchschnitte und ich liebe die beiden Cover. Ich bin einfach Fan. Ich liebe gerade auch dieses, oh, das Motiv ist so schön. Und ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir so ein bisschen zur Lesung gegangen sind, ein bisschen über das Buch geredet habt, dass ihr mit verfolgen konntet, wie lange ich denn doch noch gebraucht habe, es zu beenden. Meine Güte. Ich habe mich nicht mal schwer getan. Ich habe einfach immer so einen falschen Moment nach dem Buch gegriffen. Es war jetzt perfekt, den Vormittag dafür zu nutzen. Und man sieht ja auch, wie schnell man es dann lesen kann. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken und kommentieren würdet, falls es so war. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch einen Daumen runter geben und was Böses kommentieren. Aber es wäre sehr gemein. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und habt einen wunderschönen Tag. Ciao.